Wo geht er hin? Der Weg des FCS. Heute kann sich viel entscheiden. Der 1. FC Kaiserslautern zu Gast im Ludwigspark. Abstiegskampf in der Regionalliga Süd. Zaklik, Jeger, Hadji und Co. sind gefragt. In einem Spiel, das für den FCS unter eindeutigem Motto steht. Der Kampf um den Klassenerhalt, nie war er so spannend wie in dieser Saison 2006-2007. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Arena am Samstag und zum vorletzten Spieltag in dieser Regionalliga-Runde. Nicht weniger als 9 Mannschaften kämpfen noch um diesen Klassenerhalt und keiner will dabei sein im Aufzug, der dann tatsächlich den Abgang in Richtung Oberliga bedeutet. 2 Plätze sind aber dafür noch zu vergeben und keiner will natürlich darin sein. Jetzt sind wir endlich beim 1. FC Saarbrücken bei diesem Spiel der Spiele. So wurde es unter der Woche tituliert gegen den 1. FC Kaiserslautern 2. Die Mannschaft, die Tabellenletzter ist und bereits abgestiegen ist und eigentlich so etwas wie Kanonenfutter ist, so dachten zumindest die Fans. Ob das tatsächlich heute so war im Ludwigspark und ob der 1. FC Saarbrücken die 3 wichtigen Punkte einfahren konnte, verrät Ihnen jetzt Karl-Heinz Roland. Saarbrücken in neuen Kleidern. Das blau-schwarze Trikot für die kommende Saison sieht gut aus. Und das wird hoffentlich dann auch in der Regionalliga getragen. Saarbrücken gegen Kaiserslautern, Saarländer gegen Pfälzer, immer etwas Besonderes. Beim 1. FC Saarbrücken in der Anfangsformation Meier Zaklik. Er hat gut trainiert in dieser Woche, sagte sein Trainer Didier Philipp. Deshalb hat er ihn von Anfang an gebracht. Genauso wie Stefan Kling für Manuel Hornig, den grippekranken Außenverteidiger. Sie sind nicht zu bedauern, denn ihre Mannschaft hat noch keinen einzigen Sieg eingefahren, die Fans des 1. FCK. Und von Beginn an das Spiel in eine Richtung blau-schwarz bestimmte die Aktionen im Saarbrücker Ludwigspark. Neerbauer auf Mustafa Hadji, 6. Spielminute mal draufgehalten und Luis Robles, gerade 23 Jahre alt geworden, ein Amerikaner im Tor des 1. FC Kaiserslautern, die kleinen roten Teufel, ansonsten nach dem Motto Jugend forscht. Eher nicht zufrieden mit seiner ersten Aktion, Mustafa Hadji, der Leitwolf. Und Didier Philipp hatte schon vor diesem Spiel angekündigt, das kann auch ganz, ganz bitter werden. Wir brauchen Geduld, denn der 1. FC Kaiserslautern wird sich hinten reinstellen. So war das auch. Aber nach 8 Minuten, Aidi Cenic, der Kapitän, mit der ersten Möglichkeit. Das wäre natürlich ein Ding gewesen. Ein Tor für den 1. FC Kaiserslautern, für den klaren Außenseiter, für den Absteiger, für den Tabellenletzten. Cenic nach diesem Stockfehler von Alexis Genet. Und dann der Kapitän des 1. FCK. Das ist er. Natürlich der 1. FC Saarbrücken Spiel bestimmen. Mustafa Hadji mit der nächsten Chance. Und Mike Franz segelt da am Ball vorbei. Also Saarbrücken in der Vorwärtsbewegung. Aber das haben natürlich die Fans auch erwartet. Thorsten Neerbauer auf Mustafa Hadji. Hadji immer wieder gesucht als zentraler Mann im Mittelfeld. Aber er hatte Probleme, seine Aktionen so einzuleiten wie in den letzten Spielen. Jonathan Jeguer, 17 Tore hat er gemacht. Schnell ist er, auch in dieser Szene. Und dann Meier Zaklik. Immer ein Fuß dazwischen. Da standen 5, 6, 7 Mann im eigenen Strafraum und bewahrten das Führungstor für den 1. FCS. Dann Stefan Kling. Und Jonathan Jeguer. Kontersituation, aber der 1. FC Saarbrücken passte auf. Tim Schwarz mal direkt gespielt auf Meier Zaklik. Schwer für die beiden Spitzen, denn immer 2, 3 um die Angreifer des 1. FC Saarbrücken herum. Aber das hatte man eigentlich erwartet. Auch Mustafa Hadji kam nicht so richtig ins Spiel. Noch einmal Stefan Kling. Sie sehen es. Die Abwehrspieler eigentlich gut markiert. Dann diese Aktion nach 12 Minuten. Die Saarbrücker forderten 11 Meter. Ich denke, die Aktion war in Ordnung von Marc Groß. Er hat den Ball gespielt in dieser Szene. Deshalb kein Strafstoß für den 1. FCS.
Saarbrücken jetzt in der Spielkontrolle eigentlich ein bisschen souveräner. Dann Jonathan Segea, der hätte eigentlich selbst draufhalten können, versucht es mit einem Pass auf Maier Sacklig und dann noch einmal Mike Franz und Maier Sacklig. Wenn dann mal so ein Fehler passiert in der Abwehr des ersten FC Kaiserslautern, war Saarbrücken nicht in der Lage, das auszunutzen. Hier noch einmal. Jonathan Segea, uneigennützig, spielte den Ball zurück. Er hätte die Chance suchen können. Und dann aufgelegt für Mike Franz. Maier Sacklig mit dem Kopf. Ziel verfehlt. Die Szenen beim ersten FC Saarbrücken wiederholten sich in der ersten Halbzeit. Jäger. Er lauerte auf seine Chance. Dann wieder Saarbrücken. Wieder mit Sacklig. Die Saarbrücker bemüht, aber nicht so konstruktiv im Spiel. Dann Mustafa Hatschi. Der verschafft sich Freiraum, spielt den Ball in die Mitte. Und Maier Sacklig mit der nächsten Möglichkeit. Da war das Abwehrbein in diesem Fall von Benjamin Kessel dazwischen. Eckball für den ersten FCS. Mustafa Hatschi. Und der Ball im Tor? Nicht im Tor. Der Schiedsrichter hatte gepfiffen. In diesem Fall Tobias Welz aus Wiesbaden. Er hat ein Foul gesehen von Assoumani. Hier wird das nicht deutlich. Der Treffer zählte also nicht. Und Didier Philipp wusste, mit jeder Minute, die das Spiel dauert, wird das schwieriger. Dann noch einmal Kaiserslautern und Marc Birkenbach mit der nächsten guten Möglichkeit. Wieder eine Aktion von Aydin Ceric. Und da musste Marc Birkenbach schon höllisch aufpassen, denn die Dinge sind gefährlich. Der Ball noch aufgesetzt und dann ein Abwehrspieler und ein Stürmer dazwischen. 0:0, Achtungserfolg für Alois Schwarz und natürlich für die mitgereisten Fans. Die waren zufrieden zur Pause. Zweiter Durchgang, wieder der erste FC Saarbrücken. Mike Franz, viel gearbeitet, viel getan. Klasse der Lupfer, auf Jonathan Gehr. Aber Kopfballspiel ist nicht seine Stärke. Die meisten der 17 Tore hat er mit dem Fuß gemacht. Hier, schön der Lupfer in den Raum, in die Schnittstelle gespielt. Und dann Jonathan Segea und Luis Robles im Tor des ersten FC Köln. Danke an den Vorbereiter. Dann wieder Mustafa Hatschi. Die Fans Mitte der zweiten Halbzeit schon ein bisschen unzufrieden. Mike Franz aufgelegt auf den Kapitän Thorsten Neerbauer. Auch er hatte kein Glück. Neerbauer mit der nächsten Möglichkeit. Saarbrücken versuchte es mehr durch die Mitte als über die Außenpositionen. Dort drohte weniger Gefahr. Wieder Neerbauer. Noch einmal, Jonathan Gehr, abgefälschter Ball. Es fehlte auch ein Quäntchen Glück. So etwas kann natürlich auch einmal so abgefälscht werden, so eine Aktion, dass es letztendlich zum Tor für die Saarbrücker geführt hätte. Irgendwie hatte man den Eindruck, die Luft war raus aus dieser Partie. Irgendwie wurden die Beine des ersten FC Saarbrücken immer schwer. Kaiserslautern weiter defensiv eingestellt. Kaum Möglichkeiten für die kleinen roten Teufel, für die Pfälzer in dieser Partie. Einmal aus der Distanz draufgehalten von Marc Groß. Aber Marc Birkenbach konnte klären. Marc Groß, der Außenverteidiger. Und dann ging es wieder in die andere Richtung. Schlussphase, der erste FC Saarbrücken. Mit der nächsten Möglichkeit. Wieder Jonathan Segea. Aber wieder ein Kopfball nach dieser Hereingabe von Jonathan Segea. Man merkt der Reaktion an und schauen Sie auf seine Lippen. Das war deutsch gesprochen von Jonathan Segea. Dann wieder Maier Sacklig. Jetzt mal aus einer Kontersituation mit ein bisschen Raum. Und Marco Gebhardt gerade eingewechselt mit Freiraum. Aber auch er verfehlt das Ziel. Saarbrücken versucht jetzt in den letzten 10 Minuten alles. Marco Gebhardt mit dieser Möglichkeit. Chancen waren dazu da für das Team von Didier Philipp. Aber in der Chancenauswertung die Blau-Schwarzen doch relativ schwach. Gebhardt. Und Maier Sacklig. Eigentlich hat er ja ein klasse Timing. 15 Tore hat er gemacht.
Der 23-Jährige. Schön die Hereingabe. Und wenn er da ein bisschen den Ball nach unten gedrückt hätte und das Ziel gefunden hätte, wäre dies natürlich das 1:0 und das wäre der Sieg für den ersten FC Saarbrücken gewesen. Klare Möglichkeit also für Maier Saklik. Nicht zu glauben. Dann noch einmal in den letzten 3 Minuten. Stefan Kling. Auch er versucht zu flanken. Und Imbiss eingewechselt. Gökhan Imbiss mit der Chance zum Sieg, mit der Chance für 3 Punkte für den ersten FCS. Auch er, aber im Abschluss mit diesem Kopfball nicht erfolgreich. 0:0, die letzte Minute. Und plötzlich noch einmal Kaiserslautern mit der Riesenchance sogar zum Sieg. Timur Özkes, kein Sieg haben sie bisher gelandet. Es blieb aber beim 0:0. Der erste FC Saarbrücken am Boden, die Fans pfiffen, Stimmen zum Spiel. Im Endeffekt vielleicht gar nicht so schlecht gespielt, aber das Ergebnis hat mal wie immer zum Schluss nicht gestimmt. Und man sieht halt dann auch in solchen Ergebnissen, dass wir vielleicht auch zu Recht da stehen, wo wir im Moment stehen. Und jetzt müssen wir es halt am letzten Spieltag schaffen, so einfach ist es. Das Spiel war natürlich eine Riesenenttäuschung, auch vom Ergebnis her. Wir hätten heute alles klar machen müssen. Und insofern muss man das jetzt erstmal verkraften, denn es geht weiter. Wir haben immer noch die große Chance, drin zu bleiben. Wir spielen nächstes Wochenende bei Stuttgart und ich hoffe, dass es dann gelingen wird, dass wir die Klasse halten. Das Zittern auch für die Fans und die Spieler geht weiter. Viele haben sich heute gar nicht gut gefühlt. Wenn ich es offen sagen darf und salopp, sauschlecht ging es mir, weil man gespürt hat, das war so ein bisschen wie gegen Teley damals in den 70er Jahren. Man das Gefühl gehabt hat, schon in der Halbzeit, es läuft nicht. Und wenn man sich vorstellt, dass wir kurz vor Schluss noch das 0:1 hätten fassen können, darf gar nicht daran denken, denn auch der eine Punkt, so enttäuschend das ist, kann wichtig sein. Der Blick geht nach vorne, das Spiel ist vorbei, wir haben einen Punkt geholt oder 2 verloren, das kann man sich aussuchen, denn mit einem Sieg hätten wir den Klassenerhalt geschafft, hätten frühzeitig planen können, das um 1 Woche verschoben, aber dann müssen wir halt in Stuttgart den Punkt holen oder die 3 Punkte holen und da bin ich fest von überzeugt. Also, das Zittern geht weiter und die Fans brauchen auch in diesem Jahr eine Menge Geduld. Daniel Scheider. Der Club aus der Landeshauptstadt, er strapaziert die Nerven der Fans doch dann ziemlich. Didier Philipp ist uns zugeschaltet im Ludwigspark, der Trainer des ersten FC Saarbrücken. Wie enttäuscht sind Sie über diese Leistung? Ja, die Enttäuschung ist riesig groß, kann man sich vorstellen, weil wir auch viel getan haben heute. Wir haben versucht, auf die Außen vorbeizukommen, aber die Roten Teufel waren sehr dicht innen drin. Die haben das taktisch sehr gut gespielt und da haben wir leider, der letzte Pass war nicht sehr gut und, oder der Torschuss oder das, sagen wir auch, den Risiko im 16er reinzukommen und auch vielleicht einen Foul zu bekommen. Da war zu wenig und am Ende haben wir noch gesehen, die haben eine riesige Chance und da okay für den Punkt. Aber die riesige Enttäuschung. Ja, das haben wir ja gesehen. Aber muss eine Mannschaft, die so weit hinten steht und so hohe Ansprüche hat, in den letzten Wochen aufsteigende Tendenz gezeigt hat, gegen einen Tabellenletzten nicht etwas anders auftreten, mit mehr Einsatz, mit mehr Laufbereitschaft, mit mehr Herz? Ja, das kann man nicht so sagen. Die Mannschaft, klar ist der Druck da und die müssen auch mit dem Druck jetzt spielen können. Und dass die Spieler jetzt die erste enttäuscht sind, kann man verstehen. Ich würde sagen auch, dass die Mannschaft trotzdem gekämpft hat. Das kann man nicht sagen, dass sie nicht gekämpft hat. Die Enttäuschung, die emotionale Sache ist da, dass wir nur einen Punkt gewonnen haben heute oder 2 verloren haben. Klar, dass jeder heute ein klarer Sieg gewartet hat, wir auch. Aber ich hoffe nur, dass Kaiserslautern auch jetzt nächste Woche so gegen Siegen spielen wird. Das hoffen wir alle und schauen uns mal die Ergebnisse des heutigen Spieltages an. Didier Philipp, Saarbrücken-Kaiserslautern wie gesehen 0:0. 60 München gegen Bayern München ebenfalls ein 1:1, also ein Unentschieden. Die kamen nicht vorbei. Darmstadt, Ingolstadt 2:2, ganz wichtig. Reutlingen-Ahlen 2:1, ein Sieg
mit Folgen, das werden wir nachher auf der Tabelle sehen. Siegen Karlsruhe 2:2, Pfullendorf Stuttgart 1:0, Pirmasens Elversberg, wir haben es gesehen mit der Niederlage der Saarländer, Stuttgarter Kickers gegen Hoffenheim 3:1 und Wien der Meister schlägt Hessen Kassel 2:1. Der Blick auf die Tabelle, vorne brauchen wir gar nicht lange rummäkeln, Wien und Hoffenheim durch, Elversberg jetzt Siebter mit 46 Punkten und wir schauen nach hinten. Da wird es nämlich richtig wichtig. 15, 16, 17 und 18, das sind die Plätze, die den Abstieg bedeuten. TSV 1860 München hat den ersten mit 40 Punkten. Saarbrücken ist 2 Punkte weg, das heißt also alles noch nach wie vor im grünen Bereich. Also es ist eigentlich so schlimm, es ist nichts passiert, nur verschiebt sich alles auf den letzten Spieltag. Reutlingen hat sich frei geschwommen, ist also als Sieger quasi vom Platz gegangen und auch Pfullendorf hat die Klasse gerettet. Noch eine kurze Frage, Didier Philipp. In Stuttgart, da kommt es jetzt wirklich auf alles an. Da muss die Mannschaft 90 Minuten und darüber hinaus gehen und marschieren. Ja, das haben wir auch schon seit langem gesagt, dass das bis zum letzten Spieltag geht. Wir müssen jetzt alle Kräfte mobilisieren, alle Kräfte vom Saarland, muss man sagen, weil die Mannschaft braucht das auch. Wir werden diese Woche schwer arbeiten, wie immer. Wir werden auch jetzt nicht den Kopf hängen lassen. Wir sind in der Pflicht, was dort zu tun. In Stuttgart vielleicht schlagen sie sogar einen Punkt nicht. Das muss man schon sehen, was dann jetzt die anderen Gegner machen. Und besonders Spiel 60 in Kassel. Also wir müssen schon da versuchen, maximal Punkte zu nehmen. Also wir drücken Ihnen die Daumen, Didier Philipp, dass der 1. FC Saarbrücken in dieser Liga bleibt.